Wollen wir reingehen in die Süßigkeiten? Ah, womit starten wir denn? Komm, wir starten mal. Ich will mal hier. Wir starten einfach mit den Cheetos. Hier ist richtig. Hier ist komplett full, Alter. Hier ist komplett full. Reicht mir aber was durch die Kamera. Süßigkeiten. Ja. Ey, ich bin gespannt. Wir starten jetzt, ne, wie bei den mit den Korean Snacks. Die waren ja eine absolute Enttäuschung. Da kommt übrigens auch ein Highlight-Video. Ich hab's schon geschnitten. Kommen jetzt irgendwelche anderen Snacks? Ich habe keine Ahnung. Cheetos. Gibt's die in Deutschland? Habe ich eben schon gefragt, habe ich nicht drauf geachtet. Ketchup und Käse oder was? Cheese with Ketchup flavored. Okay, ja. Das ist wieder ASMR-Wit. Oh damn. Oh, Junge. Riechen tun die nicht gut. Die sind so, ne, seht ihr das? So curly. Wir haben leider kein Fleischgetränk mehr. Mhm. Boah, die stinken so, ne? Boah, Digga, die sind so am Stinken, aber schmecken tun sie okay. Schmecken tun sie okay. Friss mehr. Nee, Digga, wir haben... wir haben hier noch... Nee, warte, komm. Ah, wobei, komm, wir arbeiten mal die... Ja, ist nicht so, also ist nicht so mein Ding. Wir bearbeiten mal die Cheetos jetzt alle ab, ne? So, Cheetos, auch Ketchup. Aber die sind jetzt anders. Aber ich weiß nicht, wie ist das denn? Aber das ist doch ganz oft, das ist auch bei diesen Käsebällchen, oder nicht? Ich kenne auch diese Packung, diese Käsebällchen. Wenn du die aufmachst, es stinkt, Alter. Es stinkt. Aber schmecken tut's dann halt okay. So, Curly Rot und Stink klingt nach Sackhaaren. Gott, Digga. So, hier. Die sehen jetzt ein bisschen anders aus. Die sind mehr Pommes. Auch wieder Ketchup-flavored. Ketchup ist eigentlich ganz geil. Die beste Sorte, hands down, die beste Sorte bei Pombeeren ist Ketchup. Oder? Hm. Ziemlich viel Luft, ja. Ja, ist ja immer so. Ja, kann man machen. Kann man machen, ist nicht schlecht. Aber ich hätte irgendwie gedacht, ich hätte irgendwie gedacht, dass die von der Konsistenz her härter sind. Die sind so, du beißt drauf und dann sind die fast weg. Weißt du, was ich meine? Ist mein Kind ist. Das ist einfach meine Oma hier. So, es geht direkt weiter, Digga. Das ist, oh, Digga. Noch schon wieder anderes. Jetzt so dreieckige Dinger. Pizza flavored. Cheetos Pizza flavored. Junge, Kevin gerade, warte, ist es ja, ja, da genau das habe ich, genau das, also, ah, warte, das ist ein gutes Meme, Digga, das muss ich mir abspeichern, jawohl, Digga, er snackt sie sich aber auch anders rein, ne, Ehrenmann, Alter, so, Pizza, erstmal Riechtest. Ach, geil, Alter. Die stinken nicht so. Die riechen sogar ganz okay. Jetzt auch wieder. Aber auch, man merkt direkt wieder so ein Luftding. Hm? Ja, nee. Die sind fester. Die sind nicht ganz so Luft. Ja, die sind... Das sind die besten bisher. Das sind die besten. Pizza kann man machen. So, ich bin ready für ein Getränk. So, wir machen jetzt... Arizona aus der Dose. Jawohl, Digga, das ist der ASMR-Scheiß, den ihr haben wollt. Kurz verschluckt. Ja, ist halt Arizona, ne? Heutiges Ziel vom Stream: Diabetes. So und nicht anders, Digga. Wenn das heute nicht passiert, wenn ich morgen nicht zum Arzt gehe und der sagt vorbei, dann weiß ich auch nicht. Alles klar. Wir essen heute auch Lasagne. Wir essen Lasagne roh, Digga. Das ist doch. Das wollen wir doch alle sehen. Ja, das ist das Beste an der Packung. Guckst du rein? Süßigkeiten, Lasagne. Aber vor allem so getwirlt.
Kennt ihr die? Ich kenne nur so Lasagne als Platten. Kennt ihr das so? Habe ich noch nie gesehen. Fünf Subgifts, wenn du alles heute im Stream auffutterst. Bro, alles klar. Diabetes, Herzrasen und ein Herzinfarkt in einem Stream, aber was? Fünf Subgifts sind drin, Digga. Da bin ich dabei. So, das hier, die hier, die sind offen. Ich habe sie nicht probiert. Apo hat sie aufgemacht. Treats Crispy. Gibt's sie in Deutschland? Gibt's Treats? Ja, das sind einfach so Smarty-Dinger. Die schmecken wie die blauen M&M's, wo keine Nuss drin ist. Sondern einfach, ne? Das Crunchy. Zuckerwatte. Ich weiß gar nicht. Bitte nehmt den Mikro. Alles klar, Digga, was geht? Erinnert ihr euch noch an den ASMR-Stream? Das machen wir heute wieder. Weiß gar nicht, ob ich in meinem Leben schon mal Zuckerwatte gegessen habe. Boah, ich muss aber auch sagen, kennt ihr das? Ich mag das Gefühl von Watte nicht. Wenn ihr so, ne, es gibt ja diese normale Watte und das so zwischen den Händen so reiben und so, ich finde das ganz, ganz eklig. Das ist so wie Styropor aneinander reiben. Das ist richtig eklig und jetzt muss ich hier. Oh mein Gott, Digga. Wie macht man das denn? Einfach rausnehmen? Einfach so? Aber das ist ja instant weg. Das ist eine Millisekunde Geschmack und dann ist es weg. Bro, warum holt man sich Zuckerwatte? Ey, ohne Scheiß. Du kannst ja nicht mal kauen. Das ist einfach, das ist direkt. Aber es ist lecker, Digga. Aber es ist lecker. Scheiße, Digga, das ist voll lecker. Das ist doch die schlimmste Süßigkeit. Oh, warte mal. Wie viel ist denn hier drin? 50 Gramm ist ja bottig. Ja, gut. Ey, ist gar nicht so viel. 200 Kalorien ist ja bottig. Ja, aber dafür, das ist halt wirklich, ne? Ja, das ist reiner Zucker. Ja. Wollte ich gerade sagen. Das ist reiner Zucker. Ist halt lecker. Ist halt lecker, weil es Zucker ist. So. Ich weiß nicht. KitKat Karamell. Müssen wir das probieren? Müssen wir das probieren? Weil das ist so. Ich will jetzt ehrlich gesagt keine KitKat-Packung aufmachen. Ja, okay, die kennt man auch. Die muss ich jetzt auch nicht aufmachen. Okay, hier ist gar nicht so viel neuer Shit dabei. Warte, ich nehme mal den neuen Shit, nehme ich mal hier raus. Damit wir das. Weil KitKat Karamell ist halt, ne, ist halt so. Und auch die Lachgummis, die sind halt awesome. Diese Lachgummis, die Softies mit den roten Beeren, die sind, also rote Früchte, die sind halt awesome. Aber die kenne ich halt. Das ist halt nichts, die muss ich jetzt nicht aufmachen. So, wir machen jetzt, ich bin gespannt, die Flammen-Cheetos. Flaming Hot Crunchy. Ich bin gespannt. Ich weiß gar nicht, wonach riechen die. So ein bisschen nach Jalapenos, so ein bisschen nach diese Burger King Pommes Jalapenos. Sehen so aus. Rein da. Also die sind ein bisschen scharf. Man. Oh! Oh mein Gott! Oh. Okay, wenn man sie, wenn man es Hals bekommt, dann ist es gut scharf. Ja. Ein bisschen. So, Digga, und das hier, das ist Swayze. Was ist das denn? Was ist das denn? Dr. Candy Sour Tornado. Bro! Raspberry, Strawberry und Apple. Sieht aus wie ein Furzkissen, ja, es fühlt sich auch so an. Alles klar, rein da, Digga. Rein in die Masse. Erstmal Raspberry. Wie an so einem Dick, muss man sagen. Oh, das ist gut. Das ist gut. Das ist wie die Nasenlöcher. Quetsch, ja, genau, so ein Quetsch-Scheiße. So, jetzt Strawberry. Ist auch gut. Auch sehr lecker. Guter Stoff. Strawberry auch sehr, sehr gut. Jetzt Apple. Geht das nicht auf? Ich mache mir die Hand kaputt. Oh. Digga, der hat gekämpft, Alter. Da musste ich kurz Markus Rühl beschwören. Alles klar.
Und das soll ein Kind aufbekommen, ohne Scheiß. Ich habe mir die Hand voll, den Finger kaputt gemacht. Boah, das ist richtig gut. Das ist richtig gut. Ist voll lecker. Alle drei. Ist leider nicht so sauer, wie ich dachte. Ich dachte, ich hatte mir irgendwie erhofft, dass es so Center Shock sauer ist, aber das ist nice. So, und jetzt machen wir, jetzt den One Piece Film Red, falls ihr den gesehen habt. Ich war im Kino, war ein cooler Film. Wir machen das Getränk auf. So, One Piece Drink. Okay, das riecht interessant. Schmeckt nach fast gar nichts. Was ist das denn? Weiß ich nicht. Ist ja, also das ist nicht so. Wasser in Rot. Ja, es schmeckt auch so ein bisschen so, als hätte man so ein bisschen Sirup ins Wasser gepackt. Okay, warte mal. Ja, Digga, wir haben hier... Okay, warte. Wir haben hier zwei Sachen, die sehen so interessant aus. Die sehen so interessant aus. Hier heben wir uns als letztes auf. Dann machen hier Finny XXL Strawberry. Guckt euch das an, Junge. Eine Dick Size. Guckt euch das an. Sour, Fruity, No Gluten, Alter. Gluten Free. Sieht aus wie eine Salami, True Dad, Alter. Ja, wirklich wie so eine Beefy, ne? So. Ja, lecker. Also ich muss wirklich sagen, ich weiß nicht, als was man das klassifizieren kann, diese Süßigkeiten. Ob es American Snacks sind oder nicht. Aber viel leckerer als die koreanische Scheiße. Bin jetzt hungrig und erregt. Kein Ding, Digga. So, jetzt machen wir die Nerds. Ich kenne nur diese kleinen Nerds aus dem Chat. wir hatten mal so eine andere Nerds-Packung. Das ist so wie... Wie beschreibt man das denn so? So wie Skittles, nur in ganz klein. So, aber in so richtig mini. Weißt du? Wie eure Penisse. So, ich mach auf. Mach auf. Das ist anscheinend jetzt was anderes. Okay. Ist das so ein Ball oder was? Ist das jetzt dieser Ball einfach? Weil das ist eins. Das ist eins. Oh, nee. Das sind kleine Bälle. Ui. Ey, es klebt. Das ist hier so ein Popel. Sag mal, ein Popel. Aha. Aha. Ja, die schmecken so ein bisschen wie diese Nerds, ja. Abend, Kevin, wie viel kühler ist bei dir? Bei mir ist es wie bei mir so kalt geworden, dass man eine Hose braucht. Also jetzt, ja, wobei, jetzt wird es langsam wirklich so frisch, weil ich spüre jetzt so gerade wie nennen wir das denn? Wie heißt denn das? Es gibt die Unterarme? Unterbeine? Nee. Wie heißt denn das da unten? Waden? Ja, aber was ist denn das ganze Ding? Was ist denn über den Füßen und unter den Oberschenkeln? Das sind doch nicht nur Waden, oder? Waden? Unterschenkel. 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 Ich habe an meine Unterschenkel habe ich angefasst. Schienbein, ja. Es wird langsam ein bisschen frischer. Aber die sind lecker. Also das ist so, ich weiß gar nicht, aber da steht ja, dass sie an irgendwas kleben. Oder? Ah nee, das ist nur eine Nahaufnahme von den Dingern. Das ist so Gelee, wo so kleine Pnüppel dran sind. Ja, ist lecker. Pfeife, Digga, ja. Zwei Dinge haben wir noch und das ist der Shit. Da bin ich jetzt sehr gespannt. Das sind die letzten beiden Dinge. Eine Toilette und ein Fass. Und wir machen erstmal die Toilette. Weil das ist halt, glaube ich, ein Lutscher. Ah, ist das durchdacht, Digga. Das ist eine Toilette mit so einem Toilettenbürsten-Ding. Und die packst du wahrscheinlich in die Toilette rein. Digga, Pfeifett. Leck an der Toilette. Ich leck an dem Inneren, Digga. Genau, Apple Flavor ist hier. Hier ist der Toilettenmann. Ach, das ist schon wieder Dr. Candy. War nicht eben auch schon Dr. Candy? God damn, Alter. Man macht das sogar wirklich wie so eine Toilette auf. Ach, da ist Pulver drin. Da ist Pulver drin. Junge, größter Struggle. Größter Struggle ist immer diese beschissenen Lutscher aufbekommen. Kennt ihr das? Manchmal dreht man das in eine Seite und dann öffnet sich das perfekt. Es rollt sich auf, als wäre es dafür designt. Und manchmal ist das so eine Fix-Scheiße, wo ich dann irgendwann ausraste und mir dann eine Schere hole. Aber ich habe keine Schere hier mehr. Schnupf das Pulver. Können wir natürlich auch machen. Ganz ruhig, es geht nicht, Digga. Ich hab Herzrasen von dem ganzen Zucker.
Es kann jetzt nicht aufhören. So, jetzt. Mit Gewalt. Jawohl, Digga. Mit. Nein, komm schon, mit Gewalt, Junge. Jawohl. Alles klar. Lutscher ist befreit. Toilette. Papier wird abgezogen. Der Lutscher muss, glaube ich, einmal befeuchtet werden. So, einmal befeuchten. Und jetzt rein ins Klo. Schön rein. Jawohl, Digga. Jawollo. So. Nein, oh mein Gott. Das ist die unterwältigste Scheiße, die ich jemals erlebt habe, Digga. Ich dachte, mir wird jetzt eine Welt offenbart, Digga. Es schmeckt einfach nach fast gar nichts. Was ist das denn für ein Müll? Oh mein Gott, ich versaue hier nur meinen Tisch für die Scheiße. Müll. Kommen jetzt zu dem allerletzten. Zu dem Toxic-Fass. Und wenn das lame ist, dann, ja. Wie macht man das denn auf? Ja. Mit Gewalt? Was ist das denn, Digga? Da sind so kleine Packungen drin. Das sind Bonbons. Was ist das denn für eine Scheiße? Das sind kleine Lutschbonbons, glaube ich. Die ballern. Oh, kennst du die? Was steht denn da drauf? Toxic Waste Grape. Sind das verschiedene Geschmäcker? Oh, ballern die. Oh, okay. Ah, nee, jetzt sehe ich mich da. Jetzt sehe ich mich da. Zum Abschluss nochmal. So, das hier ist das letzte, was wir nehmen. Das ist aus der Toxic Barrel. Oh. Aber es geht. Nimm drei. Ich nehme noch zwei. Aber ich muss sagen, das ist kein Center Shock Level. Also Center Shock ist wesentlich übler. Bei Center Shock muss ich immer drauf beißen, damit das Süße rauskommt. So. Noch ein und noch ein. Ja, das war meine Show. So bekommt ihr Diabetes. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich schalte nächstes Mal wieder ein.